Hallo Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video. Es wird heute wieder dezent creepy, denn ja, ich mache wieder eine 3 Uhr nachts Challenge mit euch zusammen. Also kann man das so wirklich challengen? Ich glaube schon, oder? Man soll auf jeden Fall nicht nach etwas Bestimmtem googeln, und das werde ich natürlich heute wieder mal machen. Ich reite mich wahrscheinlich... Boah. Nein, das passt schon wieder. Wie kann das sein, dass immer, wenn ich was dazu sage, das dazu passt? Ich reite mich wirklich wieder in Probleme rein, denn, ja, warum passt das so gut? Es geht um Long Horse. Ihr hört richtig. Übersetzt heißt das langes Pferd. Kann das creepy sein? Ja, kann es, wenn es nämlich so aussieht. Auf das bin ich nämlich auf TikTok gestoßen und ich dachte, ich sehe nicht richtig. Ich dachte mir, oh mein Gott, was ist das? Also... Ich glaube, 2020 ist jetzt völlig vorbei, wenn selbst ein Pferd creepy sein kann. Und das Schlimmste ist auch noch, ich habe irgendwie gelesen in den Kommentaren und so, das hat irgendwas mit Siren Head zu tun. Und ja, man soll nicht danach googeln nachts. Und ich möchte gerne wissen, was dahinter steckt und was das eigentlich ist. Mein Herz, Leute, mein Herz. Ich liebe eigentlich Pferde. Springt mal einen Daumen nach oben, wenn ihr auch Team Pony oder Team Pferd seid und ihr eigentlich voll süß findet. Aber nicht unbedingt das da. Ich will jetzt aber nicht so viel labern, ich stelle meine Kamera dahin. Und wir googeln dann um Punkt 3 mal danach. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Okay, ich habe ein bisschen Angst, was auf uns zukommen wird, aber es ist jetzt Punkt 3 Uhr. Soll ich jetzt erstmal die Bilder angucken, die mir angezeigt werden? Ich weiß nicht. Ich glaube, hier haben welche das Pferd auch schon gesehen. Das Pferd? Kann man das überhaupt richtig Pferd nennen? Oh mein Gott. Okay, das Erste, was mir direkt angezeigt wird, ist das hier. Und ich finde, das sieht so creepy aus. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie finde ich das sogar noch einen kleinen Ticken gruseliger als Siren Head. Weil, Leute, das ist so Pferdekopf mit so einem richtig langen Hals und solchen paar Härchen. Ich finde das so ekelhaft. Warum sieht das so aus? Warum hat das nur so ein paar Haare runterhängen? Aber, Leute, was mir gerade direkt aufgefallen ist, ist das hier. Heißt das, das kommt jetzt auch zu dir nach Hause? Muss ich jetzt Angst haben? Ich hätte, glaube ich, wirklich nicht googeln sollen. Ich hätte nicht googeln sollen. Ich bereue es jetzt schon. Also wenn ich mir so vorstelle, man läuft so die Treppe runter und dann glupscht einen sowas an. Hat das überhaupt einen Körper? Ich grusel mich so. Warum muss es jetzt mitten in der Nacht sein? Ich hätte es nicht in der Nacht tun sollen. Wirklich, man sollte es nicht machen, Leute. Ihr werdet sonst kein Auge zubekommen. Ja, es wird nicht besser, denn jetzt kommt einfach mal das hier. Und ich finde, das sieht so echt aus. What? Ist der auf dem Parkplatz? Und dann ist das einfach mal in so einem Bau? Kommt das dann da so raus oder was? Ist es auch im Wald wie Siren Head? Weil ich hatte ja halt wie gesagt gelesen, es hat irgendwas mit Siren Head zu tun. Obwohl, das war ja auch gerade in dem Haus. Ich bin irgendwie ein bisschen irritiert, Leute. Aber ihr könnt mir nicht sagen, dass ihr dieses Pferd hier süß findet. Das ist nicht cute. Auf gar keinen Fall. Das Schlimmste finde ich auch vor allem ja halt diese Haare. Nicht nur diese Zähne da so und dieser... Ja, das so aussieht wie so ein Schädel, Pferdeschädel, sondern auch noch diese Haare. Diese paar schwarzen Härchen, die so runterhängen. Das würde mir auch dezent Angst machen, wenn du nachts durch eine Straße fährst und du begegnest so einem Pferd. Nein, danke. Dämon, weiche von mir. Okay, Leute, was hat es bitte mit diesem Bild hier auf sich? Es wird nicht besser. Ich glaube, das ist nicht nur im Wald, oder? Das ist irgendwie auch in Häusern. Wie kommt das da hin? Oh mein Gott, das sieht genauso gruselig aus. Woher kommt das? Juhu! Warum sieht das alles so echt aus? Dann findet man bei TikTok so einiges zu Long Horse. Unter anderem ja das hier. Er ist einfach... Oh mein Gott, man hört sogar das Knacken. What the? Juhu! Ich glaube, ich würde auch um mein Leben rennen. Ich meine, gemalt macht mir das schon Angst. Der Typ, der letztes Mal die Siren Head Nummer angerufen hatte, diese verfluchte Nummer, der wurde auch irgendwie angeblich von der verfluchten Nummer von Long Horse irgendwie, glaube ich, angerufen. Und vor allem jetzt. Die Tür geht einfach mal auf. Er hat so Angst bekommen. Also ich weiß nicht, was da sonst noch passiert ist. Danach ist es abgebrochen, aber was war das? Also... Viele denken ja immer so, die haben die Figur direkt vor Augen bei den verfluchten Nummern. Aber Leute, du weißt halt einfach nicht, mit wem du da schreibst. Das muss nicht unbedingt das sein, was da angegeben wird, Leute. Das kann irgendjemand sein. Und das macht es so creepy.
Und deswegen sollte man es auch eben nicht machen, Leute. Also wenn ihr irgendwie solche Nummern findet, bitte schreibt die nicht einfach an. Ihr wisst einfach nicht, wer dahinter steckt. Aber gucken wir jetzt mal, was es damit auf sich hat. Irgendjemand muss doch bestimmt schon darüber geredet haben, oder? Doch hier, Long Horse. Alias Dream Horse. Bitte was? Das ist kein Traumpferd. Wer will so ein Pferd haben? Ich glaube, keiner. Long Horse ist eine Legende, kreiert von Trevor Henderson. Deswegen hat er was mit Siren Head zu tun. Das ist genau derselbe Macher auch von Siren Head. Ich glaube, alles, was er so kreiert, ist irgendwie verflucht. Habe ich das Gefühl. Jetzt aber zum Aussehen, Leute. Long Horse ist eine Kreatur, das ja ein Pferdeschädel ist, ohne einen Unterkiefer, der mit dem Kopf verbunden ist. Das ist mir auch aufgefallen. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum das Pferd so creepy aussieht. Hier steht da noch, es hat einen sehr blassen Hals. Ja, das ist uns allen aufgefallen. Der unendlich lang erscheint mit ein paar Strähnen schwarzer Mähne, die überall an seinem Hals runterhängen. Okay, das macht mir jetzt Angst. Es macht außerdem knackende Geräusche, wenn es seinen Hals bewegt. Leute, stellt euch das einfach mal vor. Es bewegt so seinen Hals und dann knackt das jedes Mal. Ew. Der kann sich außerdem bewegen wie ein Finger. Ich hätte wirklich nicht googeln sollen. Auf jeden Fall steht hier noch nicht nur, dass Trevor Henderson das gemacht hat, dieses Long Horse, weil das irgendwie in einem Traum gesehen worden ist vorher. Nein, hier steht auch noch, ein anderes Bild zeigt auch noch die Kreatur von Trevor, wo es angeblich seit richtig langer Zeit ein Mythos ist und es schon in Höhlen als Zeichnung gesehen worden ist. Glaubt ihr, da ist irgendwas dann dran? Ich meine, irgendwie muss der ja auch darauf kommen. Warum sehen die Leute auch Siren Head oder so? Sichten den. Und die Bilder teilweise, woher kamen die bitte? Aber hier steht auch noch, dass Long Horse der menschliche Beschützer sein soll. Er ist nicht gefährlich. Okay, wir könnten durchatmen, Leute. Wir können durchatmen. Es sieht nur creepy anscheinend aus, ist es aber nicht. Und sein Ziel ist es, Menschen vor Gefahren zu warnen. Wenn ein... Oh mein Gott, was? Wenn ein Mensch ein Knacken von seinem Hals hört, wie sich das schon anhört, oder den langen Hals von Long Horse sieht, heißt das, dass irgendwas passieren wird, irgendwas Schlimmes. Nicht wegen Long Horse selber, aber wegen das, was noch halt passieren wird, was auf dich zukommen wird. Was auch immer das ist. Also anscheinend warnt er dich durch das Knacken. Aber ich weiß nicht, was ich jetzt gruseliger finde. Ich glaube, jeder hätte dann Angst, dass er plötzlich auftaucht. Aber was hier noch steht, Leute, was super interessant ist, er ist ein Feind von Siren Head. Wahrscheinlich, weil er die Leute ja warnt. Und wenn Siren Head in der Nähe ist und er taucht ja auf, dann sind die Leute ja vorgewarnt. Ich glaube, ich kann trotzdem nicht schlafen, wenn ich schon wieder daran denke, wie das Ding aussieht. Ich weiß nicht, was meint ihr, Leute? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Die Nummer kenne ich nicht, die habe ich nicht eingespeichert. Gehe in den Wald, gehe in den Wald, gehe in den Wald. Was ist das? Leute, was ist das? So Leute, ich habe jetzt mein Handy ganz schnell verbunden mit meinem Notebook. Ich konnte euch das vorne nicht zeigen, aber ich blende euch das jetzt mal eben hier ein, was mir geschrieben wurde. Hier steht auch noch, Absender ist nicht in deiner Kontaktliste. Das ist irgendwie eine deutsche Nummer, die habe ich vorher noch nie gesehen. Als ich ja das mit den verfluchten Nummern gemacht habe. Vor allem, warum jetzt gehe in den Wald? Das ist nicht die Siren Head Nummer. Hallo? Wer bist du? Gehe in den Wald. Gehe in den Wald. Wer bist du? Wieso? Warum immer dreimal? Wegen 3 Uhr? Mit wem schreibe ich bitte? Gehe zum Spielplatz. Schon wieder dreimal. So. Wieso sollte ich zum Spielplatz gehen? Erst geh zum Wald und jetzt zum Spielplatz. Leute, was ist das? Eine böse Katze und ein Totenkopf. Leute, ich weiß nicht, wer steckt dahinter? Und soll ich das machen? Ich weiß noch nicht mal, welchen Spielplatz die Person meint und was für gehe in den Wald, aber da werde ich bestimmt nicht hingehen. Keine Ahnung, was sollten diese Emojis? Oder erlaubt sich jemand wieder nur einen Scherz? Was ist das für eine Nummer? Die Person schreibt mir auch nicht, wer sie ist. Ich habe nochmal geschrieben, wer bist du?
kommt nichts. Und hat das irgendwas gerade mit dem Googlen zu tun? Wie kann man dann an meine Nummer kommen? Das geht doch gar nicht.